Hallihallo, Hallöle, weiter geht es mit Hearthstone. 7 Siege habe ich bis jetzt geholt und ich bin guter Dinge, dass das noch mehr Siege werden. Die letzte Runde war echt knapp. Also war schon sehr, sehr knapp. Der Gegner hätte bloß eine böse Kombo machen können und dann wäre ich weg gewesen. Aber durch meine Spotter lief das auch noch alles ganz gut. Und auch da hat wiederum mein gutes Kator einfach die Oberhand behalten und Hexer dadurch konnte ich gegen gewinnen. Gul'dan. Hexenmeister. Gegen Eure Hexenmeister habe ich schon lange nicht mehr Seelen gespielt. wird mir gehören. Okay, Das lass die Hunde Jagen los. Jetzt beginnt. direkt am Start. Junge Priesterin. Ich mach das mal. Obwohl, lass die Hunde los. Egal. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Och, du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, aber die junge Priesterin ist gut. Ich hoffe, ich ziehe jetzt irgendwas, was ich dann in der nächsten Runde einlegen kann. Bitte lege nichts. Bitte lasse meine Karte am Leben. Oh, nein, nein, nein. Au, au, au. Okay, werft eine zufällige Karte ab. Krass. Das ist hart, wenn er mir jetzt hier so ein Ding schon direkt vor die Fresse legt. Au, au, au. Okay, ich gehe mal lieber direkt auf Full Damage. Direkt eine 4-3er. Nein! Er lässt die. Was? Okay. Ja gut, ich kann immer noch nicht viel spielen. Gehe ich aber trotzdem weiter ins Gesicht. 22 Leben. Er zieht eine Karte. 20 Leben. 17 Leben. Ah, der will mich wegrushen. Das kriegt er doch mit dem Deck gar nicht hin. Lass die Hunde los, hätte ich echt behalten sollen. Oh. Okay, cool. Nächste Runde. Nächste Runde, Leute, nächste Runde. Also, wenn er jetzt noch mehr Monster aufs Board legt. Okay. Ich glaube, er geht ins Gesicht. Nein! Jawohl. Okay. Und nochmal. Nice. Jetzt kann ich natürlich hier. Wie mache ich das? Ich könnte. Das sind erstmal. Das ist gut Schaden, aber. Ich mache das erstmal so. Dass ich hier jetzt. Eigentlich könnte ich ja nochmal lass die Hunde losspielen direkt. Behalt's mir mal noch auf. So. Gewinnen hätte ich aber noch nicht können, oder? Mal zwei. Nee. Das hat ja nicht geklappt. Na gut, auf 14 hatte ich einen Rund gehabt. Ach, ich hätte ihn doch. Ach, das war doof. Ich hätte schon längst gewonnen. Ich habe hier schon wieder vergessen, meinen Timer zu starten. Aber ich hätte schon längst gewonnen. Hätte ich nämlich nochmal Lass die Hunde losgespielt, hätte ich dann insgesamt 14 Schaden ins Gesicht gemacht. Und das ist eine richtig scheiß Karte, die er gerade spielt. Das wollte ich nur mal so kurz anmerken. Hab hier. Das war's. Gucken, ob er die wegkriegt. 11 Leben hat er noch. Nein! Silence. Ist okay. Schwierigkeiten. Gut, den töten. Spot ist super. Jetzt hier nochmal ein Heal. Den haut er weg.
Oh, danke. Den so, den so. Hm, okay. Okay, ich spiele erstmal das aus. Weil ich glaube. So. In der nächsten Runde soll es dann vorbei sein. Oh mein Gott. Er hat echt Pech. Er gibt sich nochmal 3 Schaden. Gibt er nicht auf? Er lässt mir den Sieg. Yes! Nächste Runde gewonnen. 8. Sieg mittlerweile. Woohoo! Cooles Ding, direkt in die nächste Runde. Ging ja relativ flott gegen den Hexenmeister. Nur noch 4 Siege vom Traum entfernt. Noch niemals habe ich es geschafft, 12 Siege zu erringen. Vielleicht wird es jetzt bald sein. Druide. Okay, das ist an sich eigentlich gar nicht so schlecht. Das behalte ich mal. Okay, das ist jetzt blöd. Goblin-Wächter. Gut wäre jetzt, wenn er wirklich viele Monster aufs Board bringt. Eigentlich nicht, weil mir fehlen eigentlich die Hunde. Aber die Hunde ist immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich die ziehe. Liegt locker bei 10, über... Ja doch, bei knapp über 10%. Okay, das ist genehmigt. Oh oh. Wenn er die hochbufft, das kann ganz schön gemein werden. Oh mein Gott. Nein! Hätte er den nicht dreimal treffen können? Ach du Scheiße. Oh, krass, Mann. Das Ding macht so viel Schaden. Wenn er den jetzt bufft, dann hat er ja schon was gewonnen. Was macht er da jetzt? Branki. Oh, Gott. Oh mein Gott. Nächste Runde schon Game Over. Lass die Hunde los. Lass die Hunde fucking los. Ich hab verloren. Nein, nein, nein. Mal gucken, ob noch Lassione losgekommen wären. Spott, hat gar nichts gebracht. Da killt er mich tatsächlich in der 4. Runde. Ach, halt doch die Fresse. Gut gespielt, wo habe ich denn gut gespielt? Ich konnte doch gar nicht mehr spielen. Du hast doch nur gespielt. Was soll ich dazu sagen? Ich sag dazu, 8 Siege ist vollkommen gut. Ich hab. Er hat. Ja. Ja. Damit konnte keiner rechnen. Okay. 4 Päckchen. Bom, bom. Oh, 160. Oh, nice. 195 Gold, ein Päckchen, ein bisschen Staub. 1055 Gold mittlerweile. Mal gucken, was im Päckchen ist. Oh, eine epische. Habe ich aber alles schon. Dann, nee, da wollte ich nicht hin. Noch schnell den Staub wegmachen. Zack. Können wir eigentlich schon mal behalten. Weil wenn das Add-on bald kommt, gibt es ja neue Karten. Und dann schauen wir mal noch nach, wer als nächstes zur Auswahl steht. Zur Auswahl stehen Schamane, Priester und
Paladine. Wen ich als nächstes spielen soll, könnt ihr wieder bestimmen. Also haut's einfach in die Kommentare. Genau. So Leute, verpasst dem Video wieder einen Daumen hoch. 8 Siege konnte ich rausholen, gar nicht so schlecht. Belohnungen waren 195 Gold, ein Pack und 25 Staub. Vergesst nicht in die Kommentarzeile zu schreiben, welche Klasse ich als nächstes spielen soll. Zur Auswahl steht Schamane, Priester und Paladin. Bis dahin, haut da rein, euer Matze Jin. Ciao, ciao.